Liebe Zuschauer, was ist ein Lump? Ein Lump ist ein Mensch ohne Ehre und Gewissen. Ein Mensch ohne Ehre und Gewissen kann lügen und hat noch nicht einmal ein schlechtes Gewissen dabei. Der bekannte und geniale Designer Luigi Colani sagte schon 2013 öffentlich, ich zitiere, schauen Sie sich die Nachrichtenformulierungen an. Im Viertelstundentakt wird hier Brainwashing gemacht. Immer mit den gleichen Nachrichten. Dieses Volk wird veridiotisiert. Wir sind eine Bananenrepublik geworden. Schauen Sie sich den Berliner Flughafen an und den Bahnhof in Stuttgart. Das sind Lumpen am Werk, die Milliarden stehlen. Zitat Ende. Nun, liebe Zuschauer, 2013 ging es nur um Geld, wenn auch Milliarden für den Berliner Flughafen. Heute geht es um alles. Es geht um uns, unsere Kultur, unser Volk und unsere Zivilisation. Und Lumpen sind es, die im Gewand des angeblich Humanen alles, was wir uns erschaffen haben, zerstören, um ihre Vorstellungen einer neuen Weltordnung durchzusetzen. Angeblich aus Humanität, aber letztlich mit Gewalt, liebe Zuschauer. Diese Gewalt gegen das eigene, zuerst mit Worten, dann mit Taten, zeigt immer mehr ihre hässliche Fratze. Lumpen sind es, die von Menschenwürde reden, während sie in politischer Hinsicht Blut an den Händen haben. Unsere Menschenwürde ist ihnen vollkommen gleichgültig. Wie sagte Colani? Lumpen sind am Werk. Liebe Zuschauer, die Sie noch nicht verdummt sind, die Demaskierung der Lumpen ist angesagt, denn Ihre Lügen werden immer offensichtlicher, weil Ihre bösen Taten täglich für Nachrichten sorgen. Leisten wir Widerstand, wie unsere Verfassung dies vorsieht, wenn unsere Freiheit und unser Volk in Gefahr sind. Jeder auf seinem Platz, jeder nach seinen Möglichkeiten. Wenn Sie auch dieser Meinung sind, teilen Sie dieses Video und bleiben Sie aufrecht.